Und dann bitte ich den Martin nach vorne. Hallo Bautzen, schön mal wieder hier zu sein. Heute früh war ich übrigens erstmal in Weißwasser. Da gibt es einen Amtsrichter, der die Ovis macht. Der hat für die Linkspartei als Landrat kandidiert. Und da kam heute wieder ein Zeuge. Ein Zeuge kam nicht und wird es nochmal verschoben. Und da habe ich ihm gesagt, Sie wissen aber schon, dass jedes Mal, wenn Sie mich nochmal nach Weißwasser holen, ich rückzu in Bautzen auf der Demo bin. Wollen Sie das wirklich? Aber er hat wieder einen Montagstermin festgelegt. Also ich bin bald wieder hier. Ja, aber wir haben heute schon gerade was Schönes gehört über den Wandel. Da will ich mich fast ein bisschen anschließen, allerdings in eine ganz andere Richtung. Dass wir den Wandel brauchen, muss ich euch nicht erzählen. Das wissen wir alle, deswegen sind wir hier. Wie der aussehen könnte oder sollte oder müsste. Naja, da hat der Jochen gerade das schöne Heft über den Sexit vorgestellt. Und auch dazu ist schon viel gesagt worden. Ich will mich mal heute damit befassen, wer den Wandel durchsetzen muss und ihn dann gestalten muss. Und das wird euch wenig überraschen, sind wir alle. Vor allem wir, die wir heute hier sind. Ich hatte vor einer ganzen Weile, es ist bestimmt schon ein Jahr her oder sogar noch ein bisschen mehr, eine Podiumsdiskussion, da habe ich mit dem Hajo Müller, vielleicht kennt den der ein oder andere, die Frage unter anderem erörtert, woran ist denn die letzte Wende gescheitert? Und ich meine, dass sie gescheitert ist, das ist ja augenscheinlich, denn wir haben ja fast wieder dieselben Zustände wie damals und es wird immer mehr wie damals. Jetzt kommt sogar ein neues Gesetz, was die Geheimdienste ermächtigen soll, an den Arbeitgeber und sogar an die Familie ranzutreten, wenn sie gemerkt hast, da ist ein böser Extremist unterwegs. Also mehr Stasi geht schon nicht mehr. Naja, woran ist sie dann gescheitert? Ich war ja damals noch ein bisschen jung, 12, 13, bin trotzdem fleißig mitspaziert. Mein Gesprächspartner damals, der Hajo Müller, der war damals schon ein bisschen älter, war Vorsitzender vom Neuen Forum in Leipzig gewesen, 89, 90. Ja, und wir sind uns dann recht schnell einig geworden. Die Wende ist daran gescheitert, dass wir keine Leute hatten. Wir hatten ein paar Pfarrer, die reden konnten, das war ja schon mal gut, aber die sind ja dann Pfarrer geblieben. Aber wir hatten niemanden, der wusste, wie ein Kommunalhaushalt aufgebaut ist. Wir hatten niemanden, der wusste, wie eine Straßenausbausatzung geht. Und die Folge davon war, dass wir von den Alten mindestens 2/3 da lassen mussten, wo sie vorher waren. Das übrige Drittel haben wir mit welchen aus dem Westen ausgefüllt, die sich dann interessanterweise mit den Alten sehr gut verstanden haben. Und wir waren da, wo wir vorher waren, nämlich draußen. Ja, liebe Freunde, und genau das darf uns nicht wieder passieren. Tja, was machen wir dagegen? Oder was machen wir dafür, dass uns das auf gar keinen Fall wieder passiert? Wir glauben ja an eine neue Wende, dass sie möglich ist, sonst wären wir nicht hier. Es muss sich was ändern, ganz grundlegend. Ich habe immer gesagt, noch viel gründlicher als damals. Und das ist ein Grund. Hier wurde schon ein Vorschlag gebracht. Ja, wir sollten sie alle davonjagen diesmal. Aber Moment, was machen wir dann? Tja, die Antwort liegt nahe. Tja, dann müssen wir diese Stellen ausfüllen und wir müssen dazu in der Lage sein. Jetzt guckt mal euch an nach innen oder euren Nachbarn und fragt euch und ihn, bist du dazu in der Lage, einen Jugendhilfeplan auszuarbeiten oder eine Kommunalhaushaltssatzung zu verstehen? Ich muss mal sagen,
ich nehme euch nicht übel, dass hier wahrscheinlich 95% sagen, nee. Und ich würde es auch nicht sein, wenn ich nicht genau das seit über 20 Jahren machen würde. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Damit wir in diese Lage kommen, das auch zu können, müssen wir schon mal reinriechen. Denn auch zu besseren Zeiten muss eine Stadt verwaltet werden, muss eine Gemeinde verwaltet werden, ein Landkreis. Und da schadet es überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir fangen jetzt schon mal an, da reinzugucken. Das ist jetzt zwar ein bisschen unangenehm, das hat was mit Arbeit zu tun, aber das ist eine ganz wichtige Arbeit. Nächstes Jahr haben wir wieder Kommunalwahlen im Frühjahr. Und da muss einfach in jeder Stadt, in jedem Kreis, 1, 2, 3, viele Patrioten im Kreistag, im Gemeinderat, im Stadtrat sitzen. Und viele davon müssen wir sein. Die Demo hier will ich ganz bewusst neutral halten, so ist es auch mit den Veranstaltern abgesprochen. Es gibt in Dörfern gute Bürgerbewegungen, denen man sich anschließen kann und sagen, Mensch, ich will auch mitkandidieren. Es gibt hier zum Beispiel in Bautzen ein wunderbares Bündnis, was seine Arbeit ordentlich macht im Stadtrat. Auch da kann man hingehen und sagen, unterstütze ich mit, ich wäre gerne mit dabei. Es gibt da drüben auch eine Gruppe, die zu Wahlen antritt. Auch die machen in vielen Kommunen eine gute Arbeit. Auch da kann man unterstützen. Und man kann natürlich auch zum Freien Sachsen gehen und da kandidieren. Ich will hier das jedem selber überlassen, wer ihnen am nächsten steht. Auch die AfD freut sich über kompetente Kandidaten, wir genauso. Was hat das für einen Nutzen? Den einen habe ich schon gesagt. Wir müssen uns dort die Fähigkeiten aneignen, es das nächste Mal selber in die Hand zu nehmen. Und zwar auf allen Ebenen. Aber, ja, das ist wichtig, kann man klatschen dafür. Aber es gibt noch mehr. Es gibt Informationen, die lesen wir manchmal in der Zeitung, manchmal hören wir Gerüchte, ja, dort soll wieder eine Asylunterkunft entstehen. Na nee, vielleicht doch nicht, das habe ich aber noch so gehört. Da von jemandem, der soll da gerade einen Ausbau machen, na, wer weiß. Wenn wir in den Gremien sitzen, dann müssen sie uns diese Informationen geben. Und das ist ein weiter wichtiger Grund, warum viele von uns, wie wir hier stehen, ab nächsten Jahr noch mehr, als das jetzt schon der Fall ist, in diesen Gremien sitzen sollten. Ja. Dieser Applaus geht allen, die sich schon mit dem Gedanken anfreunden, irgendwo zu kandidieren. Und ein ganz noch wichtig, nee, genauso wichtig, sind alle Punkte wichtig, alle Gründe. Wir halten denen da drinnen den Spiegel vor. Die werden beim nächsten Mal nicht mehr sagen können, ja, das haben wir nicht besser gewusst. Denn wir sagen es ihnen in jeder Sitzung besser. Und es macht auch, das könnt ihr mir glauben, so richtigen Spaß, wenn der Oberbürgermeister seine Sitzungseröffnungsrede macht und über die neuen Dinge in der Stadt informiert und auch manchmal, wie letztens, seine Meinung zum Weltgeschehen da kundtut. Und danach kann ich mich melden und zur Fraktionserklärung und kann seinen Blödsinn Haar für Haar auseinandernehmen. Und wisst ihr was? Ja. Seht ihr schon, ich mache zu wenig Pausen. Und wisst ihr was? Hier können sie sagen, ja, die Spinner da draußen und da gehen wir nicht hin und da hören wir nicht zu. Aber dort sitzen sie und können nicht weg. Sie müssen sich's anhören. CDU, SPD, Linke, Grüne sitzen da, machen dumme Gesichter und müssen zuhören. Und dieses Vergnügen, das müssen Sie ab nächsten Jahr
noch viel mehr, in noch viel mehr Städten, in noch viel mehr Gemeinden und natürlich in den Kreistagen haben. Und deswegen mein wirklich ganz ernst gemeinter Aufruf. Wer der Meinung ist, er kann lesen und schreiben und rechnen, der kann auch sich in so einem Gremium einbringen. Ja? Und das werden wir hoffentlich alle sein. Sicher, man muss auch ein bisschen, naja, Freude an der Auseinandersetzung mitbringen, aber ich denke, auch das trifft auf die meisten von uns hier zu. Sonst wären wir auch nicht hier. Denn jetzt mag es gerade gemütlich sein, aber es gab ja Zeiten, da war das anders. Und das waren die Zeiten, weswegen ich auch immer mal wieder hierher gefahren komme zum Gericht und nicht nur zu dem, zu vielen anderen. Und auch da wart ihr alle schon da. Und das zeigt ja, ihr wollt es denen zeigen und wir wollen es denen zeigen. Ja, deswegen heute mein ganz neutraler, aber doch eindringlicher Aufruf. Macht euch darüber ernsthafte Gedanken, man macht sich dabei nicht tot. Ihr müsst nicht denken, das ist Aufwand wie hier Sitzungswochen im Landtag. Der Kreistag, der tagt, glaube ich, also bei uns im Erzgebirge zum Beispiel 4-mal im Jahr. Hier wird es nicht viel öfter sein, vielleicht mal 6-mal, wenn es noch eine Sondersitzung gibt oder so. Politik ist doch keine Arbeit! Und das kriegt jeder hin, diese 4 Nachmittage im Jahr. Natürlich muss man sich auch ein bisschen vorbereiten, da hat man dann Fraktionssitzungen und so weiter. Ja, also diese Zeit sollten wir opfern, erstens, um denen die Leviten zu lesen. Zweitens, um an Informationen zu kommen. Und drittens, um uns diese Fähigkeiten anzueignen, es eines schönen, hoffentlich baldigen Tages selber in die Hand zu nehmen. Ich habe dann noch so ein paar Zettelchen mitgebracht, wo das ein bisschen erklärt wird. Die werde ich dann mal kommentarlos verteilen oder wer einen haben möchte, kann sich auch bei mir melden. Also Fakt ist, nicht wichtig ist oder nicht das Wichtigste ist, bei welcher Truppe wir mitmachen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle nicht bei den Grünen und bei der SPD mitmacht, das ist klar. Und es ist auch gut, dass patriotische Opposition viele Gesichter hat. Das sage ich ausdrücklich, es gibt Gremien, da kann man auch mit anderen Patrioten gut zusammenarbeiten und das klappt ja hier auf der Straße auch und genauso kann man sich dort gegenseitig ergänzen. Und die einen sprechen ein Publikum an, was sie wählt, die anderen sprechen ein anderes Publikum an und eins sei noch gesagt, es kommt ja manchmal das Argument, da will ich noch kurz drauf eingehen, obwohl es noch nicht gekommen ist. Ja, ist es dann nicht ungültig und ist es denn nicht verboten, sich an Wahlen zu beteiligen und so weiter. Die Argumente kommen häufig und die kommen ja nicht von dummen Leuten, die kommen ja von Leuten, die sich Gedanken machen. Deswegen will ich das auch nicht vom Tisch wischen. Das Argument kommt ja immer, die Wahlen, ist das nicht ungültig, hat das Verfassungsgericht entschieden. Nein, das Urteil, was viele da schon mal sicher gekannt haben oder gelesen haben, das bezieht sich nur auf eine Stelle im Bundestagswahlgesetz, hat mit unserem Kreistag, unserem Stadträten nichts zu tun. Und es ist auch nicht illegitim, wir haben jetzt welche gesagt, haben große Diskussionen gehabt, na Mensch, aber ihr müsst doch da aufs Grundgesetz schwören, wenn ihr da vereidigt werdet. Habe ich ihm die Stelle im Gesetz gezeigt? Nein, die Gemeinderäte werden vereidigt und müssen sagen, ich gelobe Treue der Verfassung. Und das können wir natürlich mit dem allerbesten Gewissen tun. Ja, nicht, dass sie jetzt das Gesetz noch ändern, aber so war es gesetzt. Und ja, also Gemeinderäte, Stadträte, Kreisräte, hat es schon beim König gegeben, gibt es jetzt und wird es auch in der näheren Zukunft noch geben. Und wird es vor allem auch dann geben, wenn wir das Ruder rumgerissen haben und wenn wir dann in der Lage sein werden, diese Gremien dahin zu lenken, wo sie hingelenkt werden müssen. Und da seid ihr hoffentlich in einer großen Zahl dabei. Vielen Dank. Applaus
Ja, danke Martin. Und die zweite Sache ist die, das ist jetzt ernsthafter gemeint. Ich war ja vor einigen Wochen in der Fragestunde des Kreistages, um auf unsere Zwischenkundgebung vor dem Kreistag aufmerksam zu machen. Ich hatte darüber berichtet, was ich dort erlebt habe. Und ich möchte nochmal aufrufen, am 4.12. ist die nächste Gelegenheit. Und ich denke, dass wir schon einiges erreichen im Vorfeld der nächsten Kommunalwahlen, indem wir einfach dort präsent sind. Und ich rufe dazu auf und würde mich freuen, am 4.12. Mitstreiter zu sehen, die vor dem Kreistag Fragen stellen. Und es darf dort ruhig unbequem werden für die dort sitzen und abstimmen. Und es darf auch, ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist zeitlich, so eine Bürgerfragestunde. Ja, man könnte den ja auch mal den Feierabend dort ein bisschen nach hinten rausschieben. Weil ich denke, oder das war für mich die Erkenntnis, als ich dort war, dass es wichtig ist, dass sie Druck aus der Bevölkerung bekommen und merken, dass sie nicht in ihrer luftleeren Blase da dahin schweben und tun und lassen können, was sie wollen. Dankeschön.